Tag, Leute, hier bin ich wieder. Ja, heute geht es über das iPhone. Und zwar über das iPhone 6. Ja, die Gerüchteküche, die brodelt gerade so davon. Man geht jetzt davon aus, dass das iPhone 5S vielleicht schon in Wartung ist oder sogar das iPhone 6. Und man weiß es nicht genau. Deswegen sind verschiedene Vermutungen schon bei YouTube auch eingegangen. Und das iPhone 6 soll in etwa so aussehen. Das heißt so viel wie, es soll keinen richtigen Home-Button mehr bekommen. Es soll einen Button bekommen, wo mit Touchscreen ist. Das heißt so viel wie, das iPhone 5 oder gar 6 soll einen Touchscreen-Button bekommen. Ja, das finde ich selber jetzt nicht so gut. Und so soll es auch aussehen. Das Ganze ist schon wie beim 5er. Hier unten ist der Anschluss dafür, für die Kopfhörer. Hier an der Seite soll es, ich mach das mal weg hier. Hier an der Seite, da soll es wie gewöhnlich laut und leise und natürlich für die stumm zu machen soll es bekommen. Und natürlich soll das den Anschluss wie es iPhone 5 haben. Ja, weil es 4er hat ja einen ganz anderen Anschluss gehabt und so. Und natürlich soll es ein bisschen edler aussehen. Also, ich zeige noch weitere Bilder. Es soll vermutlich so aussehen. Also, es soll noch dünner werden. Und es soll auch noch, besser von der Software werden. Und. Ich kann auch mal den Trailer zeigen. Ja, spule mal ein bisschen vor. Also, hier sind schon die. Hier sieht man es auch genau, wie es vielleicht aussehen soll. Also viel verändert hat sich da 100 Pro nicht, wenn es so aussehen soll. Ne, vor der Kamera hat es wie beim 5er, wie beim 4S, wie beim 4er. Ganz normal, das kennt ihr ja. Hier an der Seite soll es ja natürlich laut und leise. Hier zum lautlos machen. Ja, und natürlich, wie man auf dem Bild erkennen kann, soll es deutlich größer werden. Der Bildschirm. Ich kann es mal zeigen, der Bildschirm, der soll eigentlich größer werden und ich glaube sogar, es soll ein bisschen edler an der Seite auch gemacht werden, wie man auf dem Bild hier sehen kann. Man weiß es nicht genau und hier sieht man es auch genau, was ich Ihnen gesagt habe. Es soll sehr wahrscheinlich, wie bei anderen Smartphones bereits schon ist, kein Home-Button mehr haben, sondern einfach nur ein Touchfeld, wo man draufklickt, dann kommt man auf das Startmenü. Naja, das finde ich jetzt nicht so der Hammer. Und ja, sonst hat sich da eigentlich nicht viel verändert. Doch, was sich noch verändern soll, ist sehr wahrscheinlich, sieht man vielleicht schon. Es soll eine Auflösung angeblich bekommen von 12 Megapixel. Das ist schon ein bisschen viel. Also das glaube ich jetzt eher nicht. Das soll angeblich so viel bekommen, soll das. Also. Und es soll auch noch bessere Qualität, also vom Lichtverhältnis bekommen. Und ja, die Kamera soll auch ein bisschen größer werden, sobald ich schon gehört habe. Und wie man hier auch sieht, es soll deutlich größer sein. Das sieht man auch schon, also ich weiß jetzt nicht, ob das Ganze hier stimmt oder nicht, aber wenn das iPhone wirklich so sein sollte, dann weiß ich auch nicht. Dann ist es für mich kein iPhone mehr. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu schreiben. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Sebastian6259, ciao Leute.